So, ihr Lieben, Berlin-Episode, die vierte, ja, schon die vierte, ja, schon ist Samstag, schon das Race Day, ja. Heute haben wir gesagt, beschäftigen wir uns mit den Berliner Ladies, die eigentlich aus dem Rheinland stammen, ja. Aber natürlich hier längst zu Hause sind, mit Debbie und Rabea Schöneborn. Große Ambitionen, die eine zumindest, Debbie, ja, perfekte Vorbereitung. Rabea, hören wir uns gleich noch an, aber immer spannend mit den beiden zu sprechen, die sind ja schon mal einzeln bei uns aufgetaucht. Richtig. Aber noch nicht zusammen. Sind wir sehr gespannt drauf und das Ganze wird wie immer, ja, von Philipps Lieblingsausrüstungspartner Intersport in dieser Woche präsentiert. Du hast eine kleine Kollektion zusammengestellt, ja, da könnt ihr auch, schaut in die Shownotes, euch ein paar Sachen aussuchen und wir haben einen Special Deal für euch vereinbaren können. Richtig, wir wissen ja, dass ihr viel lauft und da muss man natürlich ab und zu mal auch einen Laufschuh erneuern, beziehungsweise man möchte sich vielleicht auch ein neues Outfit gönnen. Insofern freuen wir uns natürlich, dass Intersport uns da die Möglichkeit gegeben hat, einerseits den jetzt erst frisch rausgekommenen Adizero SL in dem einzigartigen Intersport Colorway hier als Link zur Verfügung zu stellen. Ja, ein super Lightweight Trainer im klassischen Sinne. Ja, da ist kein Carbon dabei, aber ist leicht, trotzdem noch komfortabel, schöner Schuh, der Spaß macht, schnell zu laufen. Das ist der eine Link. Und der andere Link ist, wie Ralf eben schon gesagt hatte, durfte ich ein paar Bekleidungsteile, Jacken, Shirts, Hosen aussuchen, die ich cool finde und natürlich auch ein paar andere Schuhe. Das ist der zweite Link, den ihr in den Shownotes bei uns findet. Und mit dem Code BESTZEIT10 kriegt ihr Rabatte eben auf die Artikel in dem Link meiner Auswahl und natürlich auf den Schuh. Also macht euch da gerne den Einkaufskorb voll, freut euch über neue Sachen, freut euch über einen schönen, schnellen Schuh und im besten Falle lauft ihr damit viele Kilometer mit dem Podcast von uns im Ohr. Ja, und dann wollen wir uns jetzt mit den beiden Schöneborn-Zwillingen beschäftigen. Race Day minus one. Ja. Richtig, heißt morgen. Das heißt in unserer Diktion. Ja. Absolut. Aufregung steigt. Schauen wir mal, ob sie noch lächeln können. Ja. Welcome to BESTZEIT Podcast, Rabea und Debbie Schöneborn. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Race Week, wie ist es bis jetzt? Ja, die Aufregung hat uns auf jeden Fall gepackt. Wir sind jetzt hier auch ins Athletenhotel eingezogen, gestern Nachmittag. Donnerstag haben schon die ersten Termine angefangen. Ich habe schon gesagt, mit den Wochentagen komme ich auch durcheinander, weil es ist ja nicht das Marathon-Wochenende, sondern 4 Tage Marathon. Und ja, wir genießen das und nehmen alles mit und sind voll im Trubel drin. Donnerstag war für euch, wenn ich es richtig weiß, ist der große Pressekonferenztag gewesen. Da hat man natürlich dann erstmal das Interview auf der Bühne, danach wahrscheinlich noch die eine oder andere Presseanfrage gehabt. Ihr seid jetzt aber auch nicht ganz neu, logischerweise, hier im Laufgeschehen dabei. Ihr kennt natürlich den Trubel bei großen Marathons. Ist es anstrengend oder ist es schon trotzdem so, dass man sich aufs Rennen fokussieren kann und motiviert ist? Auf uns wird da absolut Rücksicht genommen, dass wir ja bloß nicht zu viel machen müssen. Gerade unser Teammanager guckt, ja, macht nicht zu viel, nicht zu viel. Wir müssen aber für uns auch sagen, für uns gehört das dazu. Wir lieben das, das gehört genau zu den Veranstaltungen. Genau eben dieses Drumherum ist was wir ja auch sehr gern machen und deswegen auch voll dabei sind. Klar sind es auch viele Termine, irgendwann denke so, okay, ich gehe jetzt dann doch mal. Aber ja, solange es sich alles im Rahmen hält, haben wir auch echt Freude daran und gerade hier in Berlin genießen wir das sehr. Ja, Berlin ist ja nochmal so ein Stichwort. Zweite Heimat ist natürlich anders, wenn man zu Hause läuft. Wie anders? Ja, also es ist ein großer Vorteil, würde ich sagen, für uns. Also wir haben schon gesagt, wir ziehen auch ins Athletenhotel nicht nur der Termine wegen, sondern auch, weil uns der Austausch mit den Athleten, so beim Essen, der Connect mit der ganzen Laufwelt auch viel ausmacht und auch so, um ins Wettkampf-Flair zu kommen. Also wenn ich die Nacht vor dem Wettkampf in meinem Bett schlafe und dann morgens aufstehe und mir denke, so jetzt ist Berlin-Marathon, das wäre irgendwie merkwürdig so. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem unser Heimmarathon. Wir haben ganz viele Läufer, Kolleginnen, KollegInnen, die mit uns laufen oder die an der Strecke sind und supporten. Ganz viele haben gefragt, an welchem Punkt braucht ihr uns, wo können wir uns hinstellen, wo wird es irgendwie hart. Von daher freuen wir uns jetzt schon auf die ganz vielen verschiedenen Gesichter. Wir sagen mal, sag uns, wo ihr an der Strecke steht, damit wir was haben, worauf wir uns dann drauf freuen können. Also das ist definitiv außergewöhnlich hier. Jetzt steht ja dann heute nach unserer Aufnahme jetzt noch das Technical Meeting an. Da werden wir natürlich dann auch für den Wettkampf selber nochmal final besprochen, was sind die Wetterbedingungen, die zu erwarten sind, wie sind die Pace-Gruppen. Wir haben gehört, dass es bei den deutschen Damen durchaus ein bisschen schwieriger war, vielleicht eine Pace-Gruppe zu definieren, obwohl die Zielsetzungen wahrscheinlich für die meisten in eine ähnliche Richtung gehen sollten. Vielleicht könnt ihr uns so ein bisschen erzählen, was euer Stand aktuell ist. Vielleicht ändert sich das ja in der Stunde auch nochmal.
Aber was habt ihr beide so vor? Lauft ihr zusammen an? Und da können wir nachher natürlich auch nochmal sprechen über die Vorbereitungen. Da wissen wir ja, dass bei euch auch, wenn wir jetzt mal ein paar Monate mehr dazu nehmen oder vielleicht seit Anfang des Jahres auch sehr unterschiedlich war, glaube ich, wie so Training stattfinden konnte. Genau, im Vorhinein, ich fange jetzt mal bei den Pace-Gruppen an, gab es schon viel hin und her, beziehungsweise hat dann auch ein paar Unklarheiten und deswegen, wir haben jetzt in den letzten Tagen schon irgendwie versucht, auch so mal abzustecken, ob wir nicht doch irgendwie sich eine Gruppe finden wird, weil es natürlich wirklich schön ist, oder das ist der riesengroße Vorteil dafür, dass wir so viele auch starke deutsche Läuferinnen sind, dass wir ja auch zusammenarbeiten können, dass wir von einer Gruppe alle profitieren und ab Kilometer 30 kann immer noch jeder seinen eigenen Stiefel machen. Genau besprechen müssen wir das gleich in der technischen Besprechung. Genau, wir haben für uns unsere individuellen Pacemaker, was natürlich eine Sicherheit ist, weil wir wissen, es kann immer was sein, man kann sich gut fühlen, man kann sich schlecht fühlen. Wenn man da sicher jemanden hat, der einen dabei begleitet, ist das ein riesengroßes Privileg und ein riesengroßer Vorteil. Das heißt, bisher haben wir uns individuell mit unseren Pacemakern abgesprochen, oder das steht auch jetzt bei der technischen Besprechung so ganz konkret an. Aber genau, das ist erstmal, genau, das werden wir konkret noch rausfinden. Aber es soll auf jeden Fall ein schnelles Rennen werden. Für alle, glaube ich. Und hat jede von euch jetzt einen persönlichen eigenen Pacemaker, weil die Richtungen ja dann doch auseinandergehen können. Du hast gesagt, weißt ja nicht, wie du dich fühlst. Bleibt dann einer bei der einen und einer geht mit der anderen? Richtig, definitiv. Also es ist auch nur fair, dass auch wir Zwillinge alle individuell versorgt sind. Stopp, ihr kriegt nur einen. Nur einen Teller. Also passiert tatsächlich häufig. Okay. Gummibärchen übrig bleiben, das sind Zwillinge, die können sich ja alles teilen. Das Letzte. da haben wir das große Privileg, dass wir beide individuelle Begleitung haben. Können auch Namen nennen. Ja, also, gerne, ich wollte gerade sagen, ich habe die Ehre, mit unserem Teamkollegen, mit Johannes Monschmann, Moto zu laufen. Ah, ja, okay. Der hat sich extra für mich nach der WM, nach seinem starken Auftritt da bei der Weltmeisterschaft, fit gehalten. Mein Tempo ist für ihn jetzt nicht so das Problem. Er kriegt jetzt irgendwie auch noch ein paar Aufgaben mit, irgendwie so eine GoPro, glaube ich, noch mitnehmen und irgendwie filmen, und hat mich jetzt gefragt, ob das so für mich okay ist. Den Wochenendeinkauf noch kurz erledigen zwischendurch. Ja, genau, der ist auch gerade erst angereist. Der hat jetzt seine Off-Season bei seiner Freundin in Amerika verbracht und hat jetzt auch eine recht lange Anreise so gehabt. Aber ja, also freue ich mich sehr drauf, bin auch total gespannt, wie er das so macht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Tempo für ihn easy ist. Und gerade wenn wir da noch eine größere Gruppe finden, wo wir gemeinsam mitlaufen können, die Fabienne Schlumpf, die Schweizer Athletin, ist auch noch mit jetzt vor Ort, die sicherlich auch sich entweder meiner oder deiner Gruppe, Rabea, will ein bisschen vorsichtiger anlaufen, das kannst du ja selber sagen, du läufst mit Philipp. Genau, ich laufe mit Philipp mit, das ist ein Trainingskamerad hier, mit dem wir auch schon öfter trainiert haben in Berlin, kommt gebürtig aus Belgien, hat jetzt lange in Berlin gewohnt, wohnt inzwischen in New York, ist deswegen auch hergekommen, aber also irgendwie haben alle weiter Anreise, aber genau, ich glaube, es ist dann auch eine Kombination, es ist dann nicht nur der Berlin-Marathon, sondern noch weitere Anlässe, weshalb sie unsere beiden Pacemaker auch in die Gegend kommen. Auf jeden Fall waren beide starke Jungs und Philipp war zum Beispiel auch noch, also mal behind the scenes. Manchmal kennt man die Tempomacher, manchmal sind es Leute, mit denen man vielleicht auch vorher schon gearbeitet hat, aber jetzt vielleicht nicht trainiert hat, so, aber man weiß, der Vibe sozusagen stimmt oder die Art und Weise, wie man das Rennen gestaltet, das muss tatsächlich auch auf einer Wellenlänge sein. Manchmal, wenn man irgendwo im Ausland vielleicht ist, dann weiß man gar nicht, hat man einen Tempomacher, man findet vielleicht noch jemand Spontanes. Wir haben oft Glück, dass sich spontan ambitionierte Hobbyläufer anschließen an die Gruppe. Ist auch immer gut, wenn da jemand dabei ist, der das noch so ein Stückchen sortieren kann. Aber bei Rabea war es ja zum Beispiel so, Philipp ist jetzt schon seit 2 Wochen in Berlin und hatte dann auch angefragt fürs Training, ob wir mal zusammen trainieren können, und hat dann so beim Dauerlauf mal gefragt, hey, wie hättest du es denn gerne? Möchtest du lieber nebeneinander, hintereinander, voreinander und so ein bisschen, was soll ich zu dir sagen? Total süß. Also, und das ist auch tatsächlich ja sehr individuell unterschiedlich. Manche wollen im Rennen wirklich gar nichts hören, weil sie im Tunnel sind, aber ich bin immer ein Freund von Kommunikation und ich sage auch, tritt mir auch gerne mal in den Hintern. Also Motivation ist da sehr willkommen. Also bis Kilometer 30 Witze erzählen und dann beschimpfen. Na, wir werden sehen. Du hast es eben angesprochen, es kommen natürlich die Freizeitathleten dazu.
die gerne in den Frauengruppen mitlaufen, weil sie ja natürlich wissen, da wird regelmäßig gelaufen, also gleichmäßig gelaufen. Aber natürlich hat es auch einen gewissen Reiz, weil da Fernsehkameras sind etc. Wie geht ihr mit denen um, weil die ja doch in der Regel nicht so diszipliniert laufen und auch nicht so gleichmäßig laufen wie Profiläufer? Ich hatte das zuletzt beim Berlin-Marathon 2021, wo ich mich auch auf einmal in einer Riesengruppe wiedergefunden habe. Wurde ich vorher auch schon vorgewarnt quasi. Damals wurde ich begleitet von Steffen Ulischka, der ja schon sehr erfahren ist, was das angeht. Und er wusste das alles auch im Vorhinein. Und er hat auch, genau. Ich gerne mal klare Ansagen. Genau, er hat mich auch darauf hingewiesen. Ey, wunder dich nicht, ich laufe auch mal am Anfang hinter dir, gerade wenn es um die Kurven geht, damit du nicht überrannt wirst. Und genau, das kann halt auch schon mal dann die Aufgabe des Tempomachers sein, gar nicht das Tempo vorzugeben, sondern ja irgendwie ja, auch in einer gewissen Weise zu beschützen, dass man eben nicht überrannt wird oder dass man die Möglichkeit hat, in Verpflegungsstationen auch genau zu den Flaschen zu kommen. Das ist sicherlich auch ein großer Faktor. Und genau, ansonsten ist es ja schön, wenn tatsächlich jemand dabei ist, der irgendwie so Erfahrung hat und dann die Gruppe halt so ein bisschen sortiert. Aber ich glaube, prinzipiell muss man sagen, wir finden es toll, in einer großen Gruppe zu laufen. Es wird immer so, dass es sich immer weiter ausdünnt und ausdünnt und ausdünnt. Und ich hatte es jetzt zum Beispiel gerade in Sevilla im Frühjahr, da waren wir für den Halbmarathon eine echt große Gruppe. Ich bin da auch deswegen ein bisschen vorsichtiger losgelaufen, als ich so geplant hätte. Einfach weil es sich nicht gelohnt hätte, dann vor der Gruppe ein paar Sekunden zu laufen und dann die ganze Strecke alleine sozusagen zu machen. Oder dort hatte ich auch Begleitung von Tobi, von unserem Trainer, der ist dann mit mir gelaufen. Aber selbst da haben wir gesagt, es lohnt sich, lange in der Gruppe zu bleiben, weil ja, man oft auch einen Rhythmus findet. Also wenn es in der Gruppe gut läuft, dann ist das ein Riesen-Benefit. Und deswegen freuen wir uns eigentlich auch wirklich über jeden, der Lust hat, sich irgendwie anzuschließen. Es gibt auch immer mal Jungs, die sagen, oh, ich stelle mich in den Wind, ich freue mich voll, wenn ich dir ein bisschen helfen kann. Habe jetzt auch einen Kollegen aus Hamburg, Benjamin Franke, der auch gesagt hat, er läuft mit in der Gruppe, seine persönliche Beste bis 2,29. Die schlägt er auf jeden Fall. Und es ist ihm auch egal, ob es 30 Sekunden mehr oder weniger ist. Bis 30 sind wir auf jeden Fall ein Team sozusagen. Und das macht es für mich auch voll aus. Das macht für mich auch das Marathonlaufen aus. Also man kann lange zusammenarbeiten und wir sagen immer, ab 30 irgendwann, dann fängt der Marathon an. Und wenn man sich dann ja, entschließt, loszulaufen von der Gruppe, weil man sich denkt, man hat noch die Körner übrig, dann hat man 12 Kilometer Zeit, das auch noch auszuspielen. Und wenn man vorher Energie gespart hat in der Gruppe, ja, dann ist es das allemal wert. Klingt nach einem Plan. Absolut, ich überlege gerade auch schon, aber natürlich, wir haben das Technical Meeting erst im Anschluss, deswegen, da wird es wahrscheinlich erst die finalen Angangszeiten festgesetzt, sonst hätten wir die ja auch mal nennen können, weil diese Folge wird ja wahrscheinlich gegen Mittag hier online gehen, das heißt, da könnten noch spontan vielleicht ein paar Leute sagen, ach, Mensch, das passt mir echt ganz gut. Da könnten wir uns vielleicht in der Gruppe anschließen, aber das... Ja, wir werden uns irgendwo, also für mich, Debbie, ich kann es schon mal an, wir werden uns irgendwo im Bereich 72, 20 für den Halbmarathon bis 72, 40, in dem Range irgendwo, plane ich, mich aufzuhalten. Und ich weiß auch, dass ein paar andere Mädels da auch so in der Range, man muss sich dann halt auf 10 Sekunden plus ja, minus, so ist das halt manchmal... Kann man eh nicht 15 so genau. Sekunden. Ich würde sagen, das ist jetzt schon Toleranzbereich auf einem Halbmarathon von einer halben Sekunde auf einen Kilometer. Ja, ich glaube, das ist ja vertretbar. Definitiv. Deswegen, also. Lehne ich ab. Das ist dann aber immer die Schuld von Tempomacher. Wieso? Sorry. Du kriegst ja auch die Credits. Absolut, absolut. Ja, also von daher, ja. Wir waren ja bei den etwas unterschiedlichen Voraussetzungen, was jetzt die Geschichte der letzten Monate angeht. Ja, vielleicht fängst du mal an, Rabea, weil es ja doch ein bisschen komplizierter war bei dir. Genau. Ich hatte im Frühjahr lange eine Verletzung. Ich hatte eine Operation am Fuß, die jetzt auch dafür gesorgt hat, dass meine Vorbereitung recht knapp ist im Verhältnis oder im Vergleich zu den Vorbereitungen, die ich vorher für die Marathons hatte, die ich gelaufen bin. Genau, also es ist eine hat sich länger gezogen, als ich gehofft hatte, ist aber inzwischen so, dass ich beschwerdefrei bin und das ist dadurch auch was, was ich jetzt wieder schätzen weiß. Es ist immer, wenn man laufen kann, verliert man eigentlich recht schnell wieder irgendwie die Wertschätzung dafür, überhaupt laufen zu können, während wenn man verletzt ist, denkt man, ich will doch nur laufen, nur einen Dauerlauf, bitte, bitte. Genau, deswegen bin ich super happy, dass ich laufen kann, dass ich fit bin, dass ich keine Verletzungen habe aktuell. Aber nichtsdestotrotz, genau, resümiere ich das Training der letzten Wochen. Wir haben gut trainiert, aber
ich würde sagen, also es wäre vermessen zu sagen, ich laufe jetzt allen davon und ich laufe unter 2,24. Natürlich wäre das sehr schön, aber das ist einfach aktuell nicht der Fall. Deswegen habe ich meine Rennstrategie auch genau entsprechend angepasst. So ist das, wenn man natürlich auch aus Verletzungen zurückkommt. Genau, manchmal dauert der Prozess etwas länger und da versuche ich mich jetzt ein bisschen geduldig zu sein. Nichtsdestotrotz, ich habe wie gesagt gut trainiert und freue mich jetzt auf das Rennen und bin gespannt, ja, wie es am Sonntag dann laufen wird. Angeblich soll es Westwind geben, also Rückenwind auf der zweiten Streckenhälfte. Ne? Das ist gut, nehmen wir. So, du attackierst Vollgas. Ja. Tatsächlich bin ich in einer sehr glücklichen Ausgangsposition eigentlich, weil ich in diesem Jahr oder in der Qualifikationsphase für die Spiele jetzt schon einen schnellen Marathon gelaufen bin im Frühjahr. Und ja, das muss man erstmal laufen sozusagen. Also die Zeit habe ich abgehakt. Es bringt mir nichts, wenn ich 10 Sekunden langsamer laufe als diese Zeit. Und 10 Sekunden schneller, ja, bringt schon was. Bringt mir tatsächlich auch einen Punkt sozusagen auf der internen Rangliste, weil Fabienne 4 Sekunden vor mir ist aktuell. Auf der Richterskala geht es eine Skala hoch. Ganz genau. Aber ja, also es sind viele Mädels, die jetzt auch noch laufen wollen. Miri musste ja zum Beispiel leider für dieses Wochenende absagen. Von daher, also ausruhen kann ich mich auf der Zeit definitiv nicht und deswegen soll es auch schneller genau werden. Und Berlin ist die schnellste Strecke. Wir haben hier den besten Support, den wir kriegen können. Also ich vergleiche es immer mit Sevilla, weil das jetzt die beiden aufeinanderfolgenden Marathons dieses Jahr sind. Und ja, auch dort, da bin ich unterm Radar irgendwie gelaufen. Da war dann noch die Diskussion am Abend, bekommt Tobi, der mich begleitet hat, überhaupt eine Getränkeverpflegung? Nee, bekommt er nicht. Und einen Shuttle zum Start bekommt er auch nicht. Okay. Jetzt haben wir hier am Sonntag Fahrradverpflegung. Also wir haben Fahrradfahrer, die uns begleiten und uns die Flaschen hinhalten, dass wir uns die nicht mal mehr vom Tisch nehmen. Das ist ein enorm großer Luxus, weil man damit sicher weiß, dass man zum Beispiel die Verpflegung bekommt. In Sevilla habe ich 2 Flaschen gar nicht bekommen. Ach, die standen nicht auf dem Tisch. So, das heißt, von den Rennbedingungen ist hier ein ideales Setting und das sorgt vielleicht auch nochmal dafür, dass ja, dann die Sekunden da noch ein bisschen purzeln. Das können wir, glaube ich, nochmal kurz ein bisschen ausführen, denn viele kennen sicherlich die Berühmtheit, weil im Fernsehen natürlich schon oft gezeigt wurde in Verbindung mit Elliot, und zwar Bottle Klaus, also der ja auf dem Fahrrad immer dabei ist und auch für die Verpflegung bei Elliot Kipchoge verantwortlich ist. Was Debbie gerade gesagt hat, ist, normalerweise ist ja bei uns so, du musst an einen Tisch hinlaufen, alle 5 Kilometer, und dann zu dem Tisch runtergreifen, die Flasche nehmen. Und da kann es gerne mal passieren, wie du gesagt hast, dass vielleicht jemand, davor schon durchgelaufen ist, versehentlich die Flasche mitgenommen hat, weil er es verwechselt hat. Und es ist natürlich schon sehr viel angenehmer, wenn man jemanden auf dem Fahrrad hat, dem man vertraut, wo man weiß, der hat alle meine Getränke und der muss auch an dem Tisch dann stehen am Ende, aber der quasi aus der Hand das so ein bisschen mitgeben kann, ist natürlich sehr viel effektiver, als man muss sich da runterbeugen, man muss zum Tisch gucken, das ist schon einfach. Man großartig. Muss eventuell sonst auch Tische zählen, also genau. Man ist irgendwie Tisch 4, also bei den großen Rennveranstaltungen muss man sich vorstellen, da stehen halt 10 Tische hintereinander. Genau, ja. Da muss man, zählt man dann irgendwie den Tisch durch, oder ich markiere mir da auch immer echt aufwendig meine Flaschen. Genau. Ja, ja. Also in Sevilla habe ich 1,5 Stunden am Abend vorher noch damit verbracht. Gebastelt. So, genau, auch so in einem Strohhalm, den ich dann aufgeschnitten habe und dran geklebt, damit ich auch die Flasche, wenn ich nicht perfekt hinkomme oder in der Gruppe bin, sozusagen am letzten Strohhalm greifen kann und sie trotzdem noch kriege. Also, und das ist jetzt, das spare ich mir jetzt sozusagen. Man kann Augenkontakt aufnehmen. Also ein großes. Also nichtsdestotrotz ist das Elitefeld ist voll, sodass wir trotzdem auch erstmal gucken müssen, wo sollen wir hin. Wir werden es auch gleich noch hören, wo konkret oder wer tatsächlich uns auch zugeteilt ist für das Handover der Flaschen. Und es gibt auch einen Plan, in welcher Position, welche Lücke, genau, ja, zwischen den Tischen sind dann Lücken und da werden dann Lücke 1, ich bin Lücke 4. Ja, das ist gut. Lücke 1 kann ich mir gut merken. Das kriege ich noch, bis 1 zählen kriege ich noch hin, auch im Marathon. Ich finde, 1 ist auch immer ein bisschen dankbar. Also ich finde immer, vorbei bist, vorne oder hinten? Genau, vorne oder hinten ist das Beste. Mitte ist immer das Schwierigste, weil die als Erste die Flasche haben, die laufen natürlich wieder raus, während du dann reinschneiden musst. Und die andere, also noch das Allerbeste ist eigentlich der letzte Tisch, finde ich. Weil da kannst du dich in der Gruppe ganz links halten, dann, lässt die alle da machen, läufst an den Tischen vorbei, schneidest kurz rein, nimmst eine Flasche. Aber Mitte ist immer das Schwierigste, finde ich. Also vorne oder ganz hinten ist eigentlich immer das Angenehmste für die Getränkeaufnahme. Ja.
den Drops muss ich lutschen. Okay, ich sehe schon, hier sind ganz besondere Skills gefragt. Ja. Strohhalm, das ist ja Mallorca-Skill. Da hast du auch in einem angeschlagenen Zustand noch sauber die Strohhalmflasche greifen kannst. Ja, und ihr wisst, ihr werdet getragen morgens, ne, zum Start. Also ihr müsst nicht selber gehen. Ach so, das wage ich eventuell zu bezweifeln. Aber. Tatsächlich gibt es aber ja einen Shuttle, ne, darüber. Ja. Ja, wenn ihr zu spät kommt, wisst ihr, was passiert, ne? Alle müssen warten auf euch. Ich glaube auch, es ist so viel Puffer eingeplant. Also wir fahren um 7.20 Uhr mit dem Shuttle hier los. Wirklich zu früh? Ja, 7.20 Uhr? Ja, Chris Meyer, der Mann von Domenica, kam schon auf mich zu und meinte, 7.20 Uhr, was machen wir denn so lange da vorm Start, da im Startzielbereich? Ich glaube, ja, es ist ein bisschen Puffer eingeplant für Leute, die ein bisschen später kommen. Man muss dann immer überlegen, stellt man sich dann wirklich da unten so früh hin, um dann einzuplanen, zu warten, oder gehört man auch zu denjenigen, die dann lieber ein paar Minuten später kommen? Aber wenn das jeder macht, Und die Aufzüge ist natürlich, das muss man schon sagen, um so eine Uhrzeit, wenn wir sagen, da wollen jetzt irgendwie 100 oder 150 Leute zeitgleich natürlich runter, weil man da abgeholt wird mit den Shuttles zum Start. Da kann man schon mal auch mal ein bisschen länger auf den Aufzug warten unter Umständen. Ja, oder lieber die Schuhe vergessen oder Gepäcknummer vergessen. Bäckerplan, man nimmt sich hier so ein Rad vor der Tür. Die Auswahl ist, glaube ich, groß, dass man dann doch zum Start rein kann. Auf die Idee kommen durchaus auch andere. Dass dann kein Fahrrad mehr da ist. Natürlich nicht. Weil du bist die Betreuer. Genau. Also Betreuer, wie auch immer. Alle, die nicht im Bus fahren. So viele sind es, alle, die nicht. Kein Ticket für den Bus haben. Ja. Okay. Aber tatsächlich, also eigentlich sogar Einlaufdistanz, dann würden wir. Das stimmt, klar. Irgendwer muss seinen Klamotten kurz in die Hand drücken und dann würden wir den im Zweifelsfall. Aber nein, wir werden brav den Shuttle um 7.20 Uhr nehmen. Also, ihr seht, ihr Lieben zu Hause, es ist eine soziale Härte, den die Profis ja auch. Sie müssen tatsächlich selbstständig zur Busabfahrt da sein. Ja? Also, das ist wirklich eine ganz, ganz harte Nummer. So, kommen wir nochmal auf Freunde, Bekannte, Familie. Die erwarten natürlich auch irgendwas, ne? Wie geht ihr damit um? Gute Frage. Ich habe für mich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass meine Freunde oder meine Familie irgendwie großartig Druck aufbauen würden. Ich glaube, bei den meisten Läuferinnen und Läufern ist so, der größte Druck kommt von einem selbst. Mhm. Insofern, ist das auch. Vielleicht haben wir sogar auch das Privileg, dass wir. Gar nicht irgendwie, also ich habe nicht für mich das Gefühl, dass ich aus dem familiären Umfeld Druck bekommen würde, sondern genau viel Support. Aber letzten Endes, was auch immer dabei rauskommt, ich weiß, dass das mitgefiebert wird, dass die Leute super gerne einfach Teil des Ganzen sind und das bei rauskommt, was bei rauskommt, und dass sie trotzdem stolz auf mich sind. Ich glaube, wir haben auch so viele Highlights jetzt gehabt, einfach in den letzten Jahren, was nicht heißt, dass wir in irgendeiner Art und Weise satt sind, aber für das nicht sportliche Umfeld, die kommen nicht mehr so richtig mit, habe ich manchmal das Gefühl. Also ich habe unserer Oma jetzt eine WhatsApp-Nachricht geschickt, sie soll Eurosport anmachen am Sonntag, weil da wird mal wieder was übertragen. Oma muss einmal vorsichtig sein, weil wenn ich ihr einen Link schicke für eine Übertragung und dann werden wir gar nicht gezeigt, dann ist nur Eloi im Bild, dann ist sie enttäuscht. Dann sind wir nachher gedacht, man hat euch gar nicht gesehen. Aber wir kriegen allen Support da, aber es ist tatsächlich eher so, ihr lauft schon wieder. Es ist jetzt was Wichtiges oder nicht so Wichtiges, weil wir haben jetzt auch in der Vorbereitung viele Wettkämpfe gemacht und halten dann unsere Familie auch in unserer Familien-WhatsApp-Gruppe und so up to date, aber so richtig einschätzen, welcher Wettkampf es jetzt ist, ist halt wieder so ein Lauf. Von daher, von der Richtung kriegen wir wirklich gar keinen Druck. Ist das eher so die Arbeitsbubble, die das nicht so schnallen, was so WM, EM, Olympia, Berlin-Marathon bedeutet? Tatsächlich eher das private Umfeld. Unsere Kernfamilie, so ein bisschen ausgenommen, mit unserer Schwester, die ist voll im Business drin, die weiß immer ganz genau Bescheid, und auch unsere Eltern, aber genau, eigentlich eher Freunde und erweiterter Familienkreis sozusagen, die das schon immer am Rande mitbekommen, aber jetzt nicht in unserem Trainingsalltag und sozusagen erleben, nicht hier vielleicht in Berlin vor Ort sind. Aus dem Sportkreis, da ist es total relevant. Also ich meine, auch die Alltagsthemen, natürlich dreht sich dann auch in den Wochen vor so einem Berlin-Marathon. Und wenn man in den Trainingslagern ist,
es dreht sich alles nur um Laufen und wer macht welchen Wettkampf und da wird das ganz genau abgeklärt. Und da ist natürlich dann auch die Situation, wo die Themen präsent sind, wo, ja, wer läuft was, was sind die Chancen, wo macht es am meisten Sinn, wo sich sowas wie Druck oder Anspannung eher noch entwickeln könnte. Und ja, im Arbeitskreis bei mir, Debbie ist eh so ein bisschen vermischt, Arbeiten und der Sport, weil ich ja sozusagen auch bei SCC oder zumindest SMS, und da habe ich jetzt ganz viel Marathonvorbereitung mitgekriegt, total interessant für mich auch, die Perspektive zu erleben, von der anderen, von der organisatorischen Seite, jetzt im Speziellen das Medical Team, was da auch an Orga-Aufwand, das glaubt man auch so gar nicht, das kriegt man auch so gar nicht mit, Gott sei Dank, wenn man da als Elite-Läufer mit dem Bus vor die Startlinie gefahren wird und mal eben halt die freigepustete Strecke abläuft, was da so dahinter steckt. Genau, Barabea, dir? Bei mir ist es, ich habe tatsächlich, arbeite in einem Unternehmen neben dem Sport, was nichts oder keinen wirklichen Bezug zum Sport hat. Natürlich sind da trotzdem viele Kollegen und auch die Chefs, die meine sportliche Karriere unterstützen. Aber da kam jetzt in der letzten Woche auch irgendwann, ja, Rabea, das ist super, wir finden das richtig cool, was du machst. Dann machst du das jetzt mal mit der Olympia-Quali. Ja, so, machst du halt mal, weil man das halt mal eben so macht. Gut, das ist aber ja die Situation, die der Verband oder ein Bundestrainer als Luxussituation beschreibt, für euch aber ja eine hohe Konkurrenzsituation entstanden ist. Wir haben ja jetzt in Berlin halt auch, leider durch Miriam Dattges Absage, ein bisschen weniger, aber ja eine Situation, dass relativ viele deutsche Frauen auf einem ähnlichen Level gegeneinander laufen und es gibt nur 3 Tickets, ja, und es ist noch alles offen. Hat eine Veränderung gegeben in den letzten 2-3 Jahren, was das angeht. Wie erlebt ihr das und wie spürt ihr das in eurem täglichen Training, in den Feindbildern, in den anspornenden Konkurrentinnen, die ihr da um euch herum habt? Zum einen finde ich es sehr positiv, weil es natürlich irgendwie zeigt, der Laufsport entwickelt sich weiter, ja, und wir bekommen auch insgesamt alle dafür dann mehr Aufmerksamkeit. Und natürlich, wenn es um Europameisterschaften geht, wo wir auf einmal ein starkes Team stellen können, das sind natürlich super coole Aspekte. Und auch, dass wir, und es hat jetzt im letzten Jahr deutlich mehr geklappt als in den Jahren zuvor, auch gemeinsam trainiert haben, auch bei diversen Trainingsmaßnahmen. Das ist sehr schön. Natürlich ist irgendwo immer ein Konkurrenzdenken dabei. Bei Debbie und mir ist es natürlich so, wir sind irgendwie immer in der Konkurrenzsituation gewesen. Wir kennen Konkurrenz. Wir kennen das, genau. Und glaube ich, deswegen pusht oder können wir das auch nutzen, um uns dadurch zu pushen und einfach den Vorteil zu sehen, eben gemeinsam trainieren zu können. Klar, wenn man dann an der Startlinie steht und es um die wenigen Tickets geht oder um die beste Platzierung, da will natürlich jeder das Beste rausholen. Aber genau, das ist dann für das Rennen eben auch okay. Ich glaube, wir können es auch deswegen ganz gut damit umgehen, weil wir immer sagen, der Weg dahin, den muss man gemeinsam genießen. Wir müssen alle nicht Sport machen und um den Block laufen, sondern wir haben uns alle so dafür entschieden. Und wir, die meisten LäuferInnen, die ich kenne, lieben es, in Gruppen zu trainieren, in Trainingslagern gemeinsam. Das ist so ein großer Anteil von unserer Sportkarriere, und der Wettkampf ist am Ende das, jeder will Wettkampf vorne sein und das ist auch in Ordnung. Wir stehen dann alle gemeinsam an der Startlinie, wir geben uns vorher eine High Five und dann laufen wir jeder so schnell, wie wir können, und wer am Ende als erstes über die Ziellinie läuft, der hat es auch verdient. Der hat es dann auch verdient, genau, schneller zu sein. Sport ist auch nicht immer fair mit Startplätzen und Verletzungen und Co., aber ein Stück weit hat da jeder sein Paket und ich gönne es jedem, der an der Startlinie steht. Wer schneller läuft, der bekommt das Ticket, und jeder hat seine Versuche. Ich würde auch sagen, dass es genug Versuche gibt für alle, und am Ende fahren dann die schnellsten 3 und mehr machen, als sehr, sehr gut es geht, vorzubereiten und dann am Wettkampftag Gas zu geben, kann man auch nicht, aber das machen die anderen alle auch genauso. Ja, absolut. Dann beschäftigen wir uns noch mit dieser speziellen Situation in Berlin. Ja, dass die Last Generation vorhat, den Marathon aufzuhalten. Ja? Ihr kommt aus Berlin, ihr kennt die Situation, ihr kennt die Verkehrssituation, die da rumherum waren. Wie geht ihr jetzt mit der Situation um? Keiner weiß, was auf uns alle zukommt am Sonntag. Wo, was, wie, ob es eine Demo ist, ob es wirklich
ein echter Versuch ist, die Spitze aufzuhalten, vielleicht auch die große Masse dahinter irgendwie kurzzeitig aufzuhalten. Wir haben die Beispiele gesehen in Wien beim Gold Diamond League Meeting in Oslo oder bei der Rad-WM, ja, gab es halt auch eine Stunde Unterbrechung in den WM-Rennen. Mhm. Wie geht ihr damit um? Was passiert da in eurem Kopf, wenn ihr darüber nachdenkt? Also bei mir ist es ganz besonders so, dass ich auch im Hintergrund mitgekriegt habe und ja, mein Team das sozusagen organisiert oder Teile auf jeden Fall der ganzen Organisation sind. Und wir haben uns auch gestern nochmal mit der Kollegin vom das Medical Team leitet unterhalten und sie meinte, ihr kriegt sich mit, ich möchte auch nicht, dass ihr so viel davon mitkriegt. Mhm. Und das ist auch immer was, wir als Athlet, wir haben es nicht in der Hand. Wir können nicht, ich kann jetzt nicht gucken, an welchen Punkten kann irgendwie jemand auf die Strecke springen oder nicht. Wir haben jetzt auch genug anderes sozusagen zu tun und wir sind so schon aufgeregt, sich zu viel damit auseinanderzusetzen. Das ist einfach ein Effort, der führt in diesem Falle zu nichts. Deswegen vertrauen wir auf die Leute und das Team. Wir wissen, dass es ja mit der Polizei gesprochen wurde. Da sind, wie hat sie es genannt, interessante Ideen auch gefallen. Okay. Also die Polizei ist sozusagen mit dem Marathon-Team auch ja, im Austausch gewesen und man hat sich zusammengesetzt und überlegt, was könnte sein. Ich glaube, es hatte auch Gespräche von beiden Seiten, also auch mit der letzten Generation sozusagen gegeben. Von daher, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, in den Dialog zu gehen und einfach ja, vorab, dass man in den Austausch geht. Und ja, da das Team sagt, ihr macht euren Job, ihr lauft schnell, wir machen unseren Job, wir kümmern uns so gut, ihr lauft halt so gut es geht und wir kümmern uns so gut es geht darum, möglichst viel Sicherheit zu gewährleisten und das ist was, worauf wir vertrauen müssen und auch wollen. Und naja, natürlich hat man dann im Kopf, was ist, wenn da irgendwie eine Menschenabsperrung ist. Hürden haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber würde ich mir durchaus dann auch zutrauen. Und wir sind vielleicht auch in einer ganz guten Position, weil wir nicht ganz vorne sind, aber wir sind auch noch nicht das Hauptfeld. Also bei uns ist noch nicht so extrem viel los, aber wenn die Männer sind auf dem meisten Teil der Strecke dann schon so weit vorne, dass wenn da irgendwas ist, das vielleicht auch schon weggeräumt werden kann, ist auch so ein bisschen mein Gedanke. Von daher. Die kreativen Lösungen würden mich natürlich interessieren. Aber mich auch. Ja, ihr müsst ja morgen eigentlich nur kreative Lösungen für schnell Laufen finden. Ja, gibt es irgendwelche Rituale, irgendwelche Dinge, die so eintreffen müssen morgen früh, dass ihr von daher safe seid? Also die richtigen Socken an, die richtigen Armbänder, Halsketten, keine Ahnung. Frisuren? Ja, Frisuren ist auch so ein Thema. aber wir haben wir haben keine so festen Rituale, dass das, wenn es schief gehen würde, dass dann das Rennen nicht mehr gelingt. Also wir hatten das früher auch mal öfter, zum Beispiel, ich hatte immer dann mit Kompressionssocken, dass ich die immer tragen musste vorm Start, dann hatte ich sie einmal vergessen und dann habe ich mir noch irgendwo welche geliehen, die viel zu groß waren, also ich habe keine Kompression mehr gemacht, aber überhaupt ich hatte irgendwas da drumherum an, dass es sich so angefühlt hat. Glücksbringer. Also wir haben so ein paar, ich habe so ein Armband, was ich sehr gerne trage, womit ich mich dann irgendwie auch wohlfühle und dann geht auch so ein bisschen der Modus an, aber es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, das brauche ich und wenn es dann nicht da ist, dann habe ich ein Problem. Und wir haben gestern auch drüber gesprochen, irgendwie ist es schön, so ein Ritual zu haben, sich nochmal gegenseitig auch anzufeuern, abzuklatschen, nochmal Glück zu wünschen. Das sind die Dinge, die uns dann eigentlich vom Start helfen. Ja, also die Summe kleiner Rituale oder man ist halt sein Standardfrühstück sozusagen. Einfach wo ich mir denke, das ist auch was zu meiner Performance irgendwie beiträgt, das Ritual. Oder natürlich geht man noch 23 Mal auf die Toilette. Mindestens. Und dadurch, dass wir jetzt auch schon ein paar Marathons gemacht haben, man weiß, was einem gut tut, welche Toilette. Natürlich hat man seine Laufschulübungen und der eine macht 5 Steigerungen, 80 Meter, der andere macht 3 und so weiter. Von daher, so ein bisschen Routine ist immer mit drin, man hat so seine Checkliste sozusagen zum Abhaken, aber wenn es mal irgendwie anders kommt, dann kommt es auch mal und manche Dinge muss man auch anpassen, zum Beispiel auch die Länge des Einlaufens, hängt halt auch vom Wetter ab, wenn es heiß ist, dann laufe ich weniger ein, weil es auch besser für die Leistung ist. Ja. Frühstück, vielleicht mal ein interessanter Punkt, weil das wird ja den einen oder die andere von unseren Zuhörern hier auch und Zuhörern interessieren. Man sollte jetzt nicht, das sage ich auch nochmal explizit hier ins Mikro rein,
Natürlich, ihr solltet das vielleicht für morgen jetzt nicht mehr ändern, aber vielleicht für die Zukunft kann man ja noch ein paar Sachen mitnehmen. Also lag auf dem Buffet so eine sehr, sehr, sagen wir, angegammelte Scheibe Lachs. Ja, genau. Also, ja, die probiere ich weiter. Das natürlich nicht machen, aber was sind eure Pre-Race-Meals, mit denen ihr euch gut fühlt? Also abends vorher klassisch Pasta mit Tomatensauce und so ein bisschen Gemüse drin. Mhm. Also die Kollegen beeindrucken, wenn die Kollegen sich drei Teller mit trockenem Reis nehmen. Ja. Also, wenn man aufgeregt ist und nicht so einen richtig Appetit, dann hat die Speichelproduktion, ich würde das einfach nicht geschluckt kriegen von daher. Genau, also auf jeden Fall betont Kohlenhydrate und Klassiker Go-To abends vorher, Nudeln mit Tomatensauce. So. Und Frühstück wäre bei mir Klassiker Porridge, also Haferflocken mit Banane drin. Das haben wir im Trainingslager jetzt immer so gemacht, das funktioniert. Oder tatsächlich ein helles Brot mit ein bisschen Marmelade, ein bisschen Honig drauf. Genau. Und ein Kaffee dazu, nicht wie sonst gerne zwei oder noch mehr. Dann muss man auch nicht auf die Toilette. Genau. Muss man nur 23 und nicht 33. Genau, genau. Wie viele Stunden vorher? Das ist ja auch so eine spannende Geschichte, die nicht ganz unwichtig ist vorm Rennen. Ne? Wir wissen nur eine 15. Start. Wie viele Stunden vorher frühstückt ihr? Da gibt es ja auch von bis. Also da gibt es ja Leute, die wollen 4 Stunden, da gibt es Leute, die sagen eher 3 Stunden. Ja. Ich weiß, dass Arne Gabius beispielsweise früher in Frankfurt hier immer spät war, also relativ knapp am Rennen. Aber der hätte dann die Busabfahrt verpasst. Richtig, wobei in Frankfurt ist ja das kann man zu Fuß noch gut schaffen. Also in der Regel habe ich schon eine sehr lange Verdauungszeit vom Wettkampf, einfach auch aufgrund der Nervosität. Es läuft im Magen-Darm-Trakt alles langsamer. Deswegen, wenn ich die Wahl habe, dann würde ich 3 Stunden vorm Einlaufen frühstücken. Aber da kommt dann doch wieder die Abwägung dazu, wie früh ist der Start. Weil wenn der Start eben so früh ist, dass ich mir dadurch dann die Nacht zerschieße, dann ist der Mehrwert des frühen Frühstückens einfach nicht mehr gegeben. Und dann passe ich einfach die Menge an, die ich frühstücke, esse dann weniger und wenn ich vorm Start das Gefühl habe, ich habe richtig Hunger, dann beiße ich nochmal in einen Riegel oder sowas rein. So passe ich es an und ich habe in den letzten Jahren für mich auch gelernt, wenn ich schon abends oder wir fangen eigentlich sind es 48 Stunden, die wir die Speicher voll machen, die Kohlenhydrate-Speicher und wenn ich dann abends gut Pasta gegessen habe, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr so Unmengen morgens viel an Frühstück. Schon wieder. Da habe ich auch gar keinen Hunger. Keinen Appetit, ne? Und deswegen zwinge ich mich dann auch nicht so richtig früh richtig viel zu essen, sondern dann passe ich es eben an. Also jetzt, wir haben gesagt, morgen früh um 6 Uhr, also 9.15 Uhr ist unser Start, um 6 Uhr würden wir spätestens unten beim Frühstück sein wollen, bis man sich alles genommen hat und los ist. Wenn wir aber morgens jetzt im Bett liegen, es gibt Wettkampfmorgende, da schlafe ich überraschend ganz gut, wirklich bis der Wecker klingelt. Okay. Aber ganz oft ist es auch so, ich bin dann eine Stunde vorm Wecker wach und wälze mich nur von rechts nach links. Wenn ich dann nicht mehr schlafe, dann kann ich auch aufstehen und mehr Verdauungszeit haben. So passen wir es ein bisschen an. Aber so 3 Stunden vorm Start, wenn jetzt 9.15 Uhr ist, 6 Uhr ist so eine vertretbare Uhrzeit, da kann man schon mal anfangen mit Frühstücken. Deswegen genau 6 Uhr, 3 Stunden, 15 Minuten vorm Start runtergehen. Morgen haben wir jetzt so grob verabredet. Na, ihr seht schon, ihr Lieben zu Hause, das ist ein Schedule, ne? Festgelegtes Schedule und fein durchdacht. Ja? Absolut. Und danach müssen wir noch Zöpfe flechten auf dem Zimmer um 7.20 Uhr. Das kann man natürlich auch noch, könnte man auch noch im Race-Zelt direkt an Startungsziel machen. Ne? Aber dann müsste man auch noch die Haargummis mitnehmen, das Haarspray und. Sagen wir mal so, meine Lockenmähne nicht vorhanden. Ich kenne mich da nicht aus. Aber ihr wisst ja, die Gemeinde weiß das ja, was ich empfehle, ne? Jeden Tag Kuchen, Carboloading, perfekt. Also, ja. Deshalb wünschen wir euch noch einen entspannten Tag heute. Ja. Jetzt geht es noch ein bisschen laufen. Ja. Genau, gleich mit der Auftakt. Und was machen wir noch heute? Das ist eine gute Frage. Also ich bin noch ein bisschen... Bist du schon durch? Ich darf jetzt gerne was für Eurosport auch aufnehmen, glaube ich. Wer ist das denn? Weiß ich auch nicht. Die machen das nicht so, ich sage, die Marathonübertragungen irgendwie hier. Da dürft ihr gerne am Sonntag, also morgen, um 9 Uhr einschalten. 9 Uhr bis 12 Uhr überträgt Eurosport. Das heißt, wir werden natürlich euch hoffentlich auch ein Bild haben. Wir haben leider keine Regiehoheit, soweit ich das gehört habe. Also wir müssen das kommentieren, was wir an Bildern geliefert bekommen. Aber wir hoffen natürlich, dass auch die deutsche Spitze Männer und Frauen logischerweise zu sehen sind. Und genau, ich darf später nochmal auf die Messe. Ein bisschen was für BMW drehen und dann werde ich mich vorbereiten auf morgen, damit ich keinen Quatsch erzähle. Sehr schön, vielen Dank, ja, viel Glück und behaltet euch euer Laden. Danke. Machen wir. Besten Dank. Danke fürs Gespräch.